So, liebe Freunde, willkommen zurück hier bei Duke Nukem Forever im Untergrund. Wir fahren fort. Wohin soll man denn fahren? Weißt du nicht? Ich habe Angst. Wo sind wir? I'm shocking. Ich muss mich erstmal hier mal wieder zurechtfinden. Warte mal, vielleicht gibt's hier... Ey, wir wollen doch hier nichts irgendwie hier übrig lassen. Wir müssen gucken, ob wir hier noch irgendwas bekommen, Alter. Guck mal, hier Munition. Nee, die nehmen wir nicht mit. Nee, ich glaube, hier gibt es auch nicht wirklich noch irgendetwas für uns. Wow, die Grafik ist einfach nur der Hammer, ne? Ein Pornoheft? Ah, Funbags. Maximales Ego erhöht, ein paar Titten angeguckt, das Ding wegschmeißen. Finde ich geil, das wird im Leben auch noch so sein, ne? Bierchen? Können wir nicht trinken? Okay. Ja, das mit dem Ego ist wichtig, ne? Lebst du noch oder stirbst du schon? Das sieht so aus, als wenn hier irgendwie was tot wäre. Hier unsere super Brille. Müssen wir hier nicht durch? Nee. Okay, jetzt müssen wir erstmal schauen, wo wir hier überhaupt hin müssen, ne? Vielleicht müssen wir auch hier rein, nö. Harry! Wir können auch durch das... Über das Feuer... Ah, warte mal. Aha. Und es hat überhaupt nicht wehgetan. Nur ein bisschen. So, jetzt muss ich erstmal... Ah, hier ist wieder alles verstellt, ne? Mann, Mann, also nicht hier am PC, sondern hier am... Also schon am PC, am Tisch. Das ist immer so, wenn ich mal mit ein paar Kollegas online spiele oder so, dann kommt natürlich den ganzen Kram, was ich hier rumliegen habe, auf die Seite, ne? Und dann geht's ab. Da können wir eigentlich mal ein Let's Play Together machen. Hm, das wäre mal eine gute Idee. Ich hätte ein paar Kameraden, wo da vielleicht mitmachen würden. Ne? Das sind jetzt nicht so erfahrene Leute, ne, mit Let's Plays, ne, eher unerfahrene, aber jeder wird mal erfahren, kein Problem. Und wenn ihr Bock habt, mal bei einem Let's Play mitzumachen oder so, dann dürft ihr mich auch gerne anschreiben und ein Projekt vorschlagen oder so, oder irgendwas online spielen, was ich eh gerade spiele oder schon gespielt habe. Ich frage mich gerade, wo ich hier hin muss. Ich laber zu viel, fällt mir gerade auf. Hey! Dö! Ah. Man darf nur nicht blöd sein, ne? Ich habe jetzt einfach mal getestet, ob ich das Ding da reinschmeißen kann. Also das war jetzt nicht wirklich geplant. Und? Was passiert? Nichts. Es dreht sich immer noch weiter. Vielleicht müssen wir noch mehr reinwerfen. Schmeißen wir dann auch noch mit rein hier. Ey! Komm. Zack. Ist jetzt am Arsch? Also man kann hier ein bisschen was zerstören. Aber wirklich kaputt ist es jetzt auch nicht, ne? Also müssen wir doch außen rum latschen. Okay. Hier gibt's nichts, was irgendwie mein Ego Egon tut. Egon. Ego, Egon. Nö. Gibt's nichts? Hier Türe zu, Alter, wer schließt die Türen ab? Ich will keine abgeschlossenen Türen. Ah, da müssen wir nochmal so einen Kasten reinwerfen, so wie es aussieht. Komm! Aha. So, jetzt hat's gereicht. Wie soll's denn? Mehr hast du nicht zu sagen? Hm. Jetzt mache ich mir aber Sorgen, ne? Ich weiß eh nicht, was mir hier noch alles. Ach, jetzt können wir da drauf springen, genau. Ah ja. Und es passiert nichts. Gut. Oha! Gasflaschen. Was ist hier noch? Ist hier noch irgendwas? Ich guck lieber zweimal, ne? Nö, da ist nix. Okay, also gut. Rein da. Aufpassen, ducken. Analysieren. Schießen. Ah! Ne, die mag ich nicht, die Kleinen. Die sind hässlich und stinken. Nach Pups. Oh, das sind die Teile, wo platzen, dann nur aufpassen. Da liegen nur ein paar Tote rum. Wie sieht's aus mit Munition? Haben wir noch genug? Ist das wieder so... El Rata. Die ernähren sich gerade von Mensch. Nimm das, du dreckige Ratte. Oh, ich bin so stark. Ich kann Ratten töten. Das tut nicht mein Ego erhöhen. Ein kopfloser Mensch. Aber das tut bestimmt...
Mein Ego. Das ist geil, wa? Boing. So, jetzt müssen wir das Ding hier wahrscheinlich runterschießen, oder? Jawohl. Das liegt immer so nah bei dem Spiel. Ups, das war ein bisschen zu weit. Dass man auf irgendwelche Sachen schießen muss, ne? Ne, da muss ich nicht drauf schießen. Also die WM hat auch schon begonnen, ne? Hier, mal am Rande. Guckt ihr auch fleißig Fußball? Nebenher. Also meine Let's Plays natürlich nicht vergessen. So, das war natürlich kein spannender Part. Der war ziemlich langweilig. Nicht wirklich irgendwas Besonderes. Deswegen werden wir uns wieder im nächsten Part sehen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ciao, Freunde. Und ich hoffe, dass wir wieder schießen dürfen. Yeah.